das Christbäumchen. Die Bäume hatten einmal einen Streit untereinander, welcher von ihnen der vornehmste sei. Da trat die Eiche hervor und sagte, seht mich an, ich bin doch hoch und dick und habe viele Äste und meine Zweige sind reich an Blättern und Früchten. Früchte hast du wohl, sagte der Pfirsichbaum, aber es sind nur Früchte für die Schweine. Die Menschen mögen nichts davon wissen. Aber ich liefere die rotbackigen Pfirsiche auf die Tafeln der Könige. Das hilft nicht viel, sagt der Apfelbaum. Von deinen Pfirsichen werden nur wenige Leute satt. Auch dauern sie nur wenige Wochen, dann werden sie faul und niemand kann sie mehr brauchen. Da bin ich ein anderer Baum. Ich trage alle Jahre Körbe voll Äpfel. Die brauchen sich nicht zu schämen, wenn sie auf eine vornehme Tafel gesetzt werden. Aber sie machen auch die Armen satt. Den ganzen Winter kann man sie im Keller aufbewahren oder sie im Ofen dörren oder kann Wein davon keltern. Ich bin der nützlichste Baum. Was bildest du dir ein, sprach daraufhin die Tanne. Du irrst dich gewaltig, sieh mich an. Mit meinem Holze heizt man die Öfen und baut die Häuser. Mich schneidet man zu Brettern und macht Tische, Stühle, Schränke, ja sogar Nachen und Schiffe daraus. Dazu bin ich im Winter nicht so kahl wie ihr. Ich bin das ganze Jahr hindurch grün und schön. Das bin ich auch, triumphierte die Fichte. Und ich habe noch einen besonderen Vorzug. Wenn es Weihnachten wird, dann kommt das goldene Christkindchen, setzt mich in ein schönes Gärtchen und hängt goldene Nüsse und Äpfel, Mandeln und Rosinen an meine Zweige. Über mich freuen sich die Kinder am allermeisten. Ist das nicht wahr?